Ich erkläre euch, warum diese 10 Pokémon die stärksten in 2024 sind. Platz 10. Kommen wir nun zu dieser Entwicklung, die doch der ein oder andere gerne mal unterschätzt. Seltsamerweise ist gerade wegen seines Normaltyps das Pokémon so gut, wie es ist. Farigiraf. Die Giraffe hat tatsächlich einiges auf dem Kasten. Girafarix sollte ja bereits in der zweiten Generation eigentlich eine Entwicklung sein, wurde aber letztlich zur Basisstufe ohne Entwicklung. Durch Karmesin und Purpur bekam es mit Farigiraf eine völlig neue Entwicklung. Farigiraf punktet vor allem mit seiner neuen Fähigkeit Schweifrüstung. Ist die gegnerische Attacke eine, die Priorität hat, wird sie automatisch blockiert und verursacht keinen Schaden. In Zeiten von Attacken wie Turbotempo oder Eissplitter eine extrem gute Fähigkeit. Auch sein Normaltyp ist tatsächlich von Nutzen, da es eher ein etwas defensiveres Pokémon ist, was sich auch in seinem hohen KP-Wert von 120 Basiswertpunkten widerspiegelt und der daraus resultierenden Immunität gegen jegliche Geistattacken. Wer es unterschätzt, kann dafür schneller bestraft werden, als einem vielleicht lieb ist. Das trifft nicht nur auf Farigiraf zu. Ihr könnt auch schnell dafür bestraft werden, wenn ihr Bedrohungen von außen nicht ernst nimmt, was uns zum heutigen Videopartner NordVPN bringt. Sicherlich kennt ihr bereits NordVPN, aber was bringt es euch? Gerade bei Phishing kann NordVPN enorm nützlich sein, wenn sich versucht, jemand als wer anderes auszugeben. Ich meine nicht dich, Ditto. Manche E-Mails können täuschend echt aussehen, wollen aber nur eins: eure Daten, indem ihr euch eine Datei herunterlädt, die Spyware enthält. Gerade öffentliche WLAN-Netzwerke sind zwar praktisch zum Surfen, können aber ohne Schutz gefährlich sein. NordVPN verbirgt eure IP-Adresse und verschlüsselt eure Online-Tätigkeiten, damit Unbefugte eure Daten nicht abfangen können. Mit meinem Link nordvpn.com/poketutorialtv bekommt ihr nicht nur bei dem 2-Jahres-Plan 4 Monate zusätzlich obendrauf, sondern habt auch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ihr könnt also bedenkenlos NordVPN testen und seid so vor Bedrohungen von außen sicher. Sichert euch jetzt die 4 Monate zusätzlich mit meinem Link nordvpn.com/poketutorialtv. Platz 9. Niemand hat dieses Pokémon auf dem Schirm. Insgesamt hat dieses Pokémon gerade mal 440 Basispunkte und ist damit wohl das Pokémon, das mit Abstand die wenigsten in dieser Liste hat. Dennoch hat das Pokémon, welches in Rubin und Saphir eingeführt wurde und vom Typ Wasserflug ist, in Sonne und Mond ein großes Update bekommen. Seine Fähigkeit. Pelipper ist ein wahrlicher Underdog in dieser Liste. Klar gibt es sozusagen auch die Sonnenvariante von Pelipper und wenn man die Wahl hat zwischen Kyogre und Pelipper, sollte man immer das Legendäre nehmen. Natürlich erlaubt nicht jede Teamkonstellation Kyogre ins Team zu nehmen, wieso hier Pelipper ins Spiel kommt. Niesel ist eine sehr gute Fähigkeit, von der viele Pokémon, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden, profitieren. Aber auch Pelipper selbst kann mit einem Orkan im Regen empfindlichen Schaden auf Kampf-, Käfer- oder Pflanzen-Pokémon ausüben und hat auch die Chance, diese zu verwirren. Rundumschutz ist die andere Attacke von Pelipper, die eure Pokémon vor Schaden bewahrt, wenn sie beide Ziele treffen würden. Attacken wie Eissturm oder Erdbeben, gegen das zwar Pelipper immun ist, aber euer Teampartner nicht unbedingt, haben so keine Chance und verpuffen wirkungslos. Pelipper ist jetzt nicht unbedingt ein Pokémon, das viel Schaden beim Gegner austeilen wird. Eine gute Ergänzung für euer Team ist es aber dennoch und erfüllt damit die Aufgabe eines Supporters wirklich gut. Definitiv solltet ihr Pelipper also nicht unterschätzen. Platz 8. Ich komme nun zum ersten Paradox-Pokémon in dieser Liste. Und so viel sei gesagt, dass es ein Pokémon aus einem DLC ist, um genau zu sein, aus dem Erweiterungspass Teil 2, die indigo-blaue Scheibe von Pokémon Karmesin und Purpur. Das Elektro-Drachen-Pokémon Furienblitz ist eine wahrliche Wucht. Der gerade erwähnte Typ ist auch enorm gut. Mit 6 Resistenzen ist das Pokémon gut aufgestellt, was ebenfalls durch seine recht defensiven Werte unterstützt wird. Dann hat es auch noch einen sehr hohen Spezialangriff mit insgesamt 137 Punkten, wieso Attacken wie Draco Meteor auch sehr viel Schaden beim Gegner anrichten können. Aber auch seine Signature-Attacke Sturmblitz ist enorm nützlich, da wenn der Gegner eine Attacke vorbereitet, die Schaden verursacht, diese eine erhöhte Priorität besitzt und damit das gegnerische Pokémon als erstes treffen kann.
Wenn man so will, ist die Attacke der Tiefschlag vom Elektrotyp. Weitere Optionen, das Pokémon zu spielen, sind die Attacken Elektronetz und Standpauke. Auch wenn die Attacken nützlich sind, die Werte des Gegners zu senken, haben beide leider nur eine Genauigkeit von 95%, was in Pokémon-Kämpfen oftmals einem Münzwurf gleicht, wenn sie verdammt nochmal treffen sollte. Insgesamt ist das aber nur ein sehr kleiner Wehmutstropfen für ein insgesamt doch sehr starkes Paradox-Pokémon, das ihr zumindest überlegt haben solltet, in euer Team aufzunehmen. Platz 7. Auch in diesem Jahr ist der Starter aus der 8. Generation, der in Schwert und Schild zum ersten Mal auftauchte, wieder in der Liste vertreten. Dabei ist es nicht mal sein Pflanzentyp, der das Pokémon so besonders macht. Aber was ist es dann bei Gottrom? Das liegt definitiv meiner Meinung nach an seiner Fähigkeit Graserzeuger. Diese bewirkt, dass wenn Gottrom in den Kampf geschickt wird, ein Grasfeld entsteht. Durch Grasfeld wiederum, müsst ihr wissen, werden alle Pokémon jeden Zug um 1/16 der maximalen KP geheilt. Kombiniert ihr deswegen Gottrom mit dem Item Offensivweste, wird es zu einem sehr zähen Gegner. Interessant finde ich hier die Attackenwahl, die, wie ich finde, auch Gottroms Rolle im Kampf etwas offenlegt. Auf den meisten Turnieren kann es zum einen immer Mogelhieb, der, wenn er trifft, das gegnerische Pokémon zurückschrecken lässt. Aber auch die Kehrtwende, damit, wenn das Grasfeld ausgelegt wurde, auf ein anderes Pokémon zurückgerufen werden kann. Gottrom nimmt also die Rolle eines Unterstützers ein, der in erster Linie andere Pokémon von euch heilen soll. Natürlich aber könnt ihr auch mit der Signature-Attacke Trommelschläge angreifen, die vom Typ Pflanze ist und die Initiative des Gegners um eine Stufe senkt. Nützlich ist hier aber auch eine neue Attacke, die sich Grasrutsche nennt. Bei Grasrutsche habt ihr immer Priorität, solange ein Grasfeld im Spiel ist. Dank seiner Fähigkeit ist das so gut wie immer der Fall und ihr habt somit eine gute Attacke, die durch Gottroms Pflanzentyp auch nochmal einen Typenbonus bekommt. Manchmal muss es eben kein legendäres Pokémon sein, das eine sehr wichtige Bedeutung einnimmt, sondern der Starter, den ihr hier nicht nur durch eure gemeinsame Abenteuerreise lieben lernen werdet. Platz 6. Weiter geht's mit einem Pokémon des Typs Feuer und Licht, das ebenso wie das letzte Pokémon ein Starter ist. Fuegro, das in Sonne und Mond eingeführt wurde, gewinnt wieder an Bedeutung. Zunächst einmal ist da seine Fähigkeit Bedroher. Sollte Fuegro das Kampffeld betreten, reduziert sich der Angriff der gegnerischen Pokémon um eine Stufe. Physische Attacken treffen deswegen Fuegro meistens nicht so effektiv. Seine eigenen Attacken sind allerdings sehr gemein. Mogelhieb verhindert nahezu immer, dass ein gegnerisches Pokémon einen Zug machen kann und verschafft der eigenen Seite einen Vorteil. Auch seine beiden Unlichtattacken, Abgangstirade und Abschlag, sind sehr gut. Abschlag schlägt das gegnerische Item weg und bekommt dank Fuegros Typenkombination auch den Typenbonus. Damit wird die Attacke stärker. Abgangstirade senkt die Angriffswerte des Gegners und verschafft so anderen Pokémon im Kampf einen Vorteil, da Fuegro nach Einsatz der Attacke ausgewechselt wird, ähnlich wie bei Kehrtwende oder Voltwechsel. Kombiniert man das Ganze mit Bedroher, hat der Gegner Schaden erhalten und 2 Stufen an Angriff verloren, was sehr viel ist und physische Pokémon nahezu immer zum Auswechseln zwingt. Fuegro ist sicherlich nicht das stärkste Pokémon auf dem Kampffeld, hat aber eine durchaus unterstützende Rolle, die es auch wirklich gut erfüllt. Unterschätzen solltet ihr Fuegro in diesem Jahr definitiv nicht. Platz 5. Nach den vielen alten Pokémon, die aus den älteren Generationen kommen, gibt es tatsächlich auch eine Pokémon aus Karmesin und Purpur, das es in diese Liste geschafft hat. Es ist ein Paradox-Pokémon und unter den vielen ist es Flutterhaar. Generell sind Paradox-Pokémon gut im Doppelkampf einzusetzen, aber Flutterhaar hat dann doch im Gegensatz zu den anderen Pokémon einige Vorteile. Da ist natürlich seine sehr starke Typenkombination Geist-Fee, die nicht nur viele Immunität mit sich bringt, sondern auch einige Resistenzen hat. Allerdings ist der Hauptvorteil von Flutterhaar seine sehr hohe Initiative gepaart mit dem gleich hohen Spezialangriff. Das heißt, meistens ist Flutterhaar nicht nur sehr schnell, sondern teilt dem Gegner auch mit Attacken wie Mondgewalt oder Spukball sehr viel Schaden aus. Wenn ihr wirklich All-In gehen möchtet, gebt ihr dem Pokémon noch eine Wahlbrille, die den Spezialangriff nochmals um 50% erhöht und damit bei vielen gegnerischen Pokémon schon ein One-Hit-KO so gut wie sicher ist.
Weitere Möglichkeiten sind das Spielen von Fokusgurt oder Attacken wie Eissturm oder Verhöhner, die die Geschwindigkeit aus dem Kampf nehmen und ein eher defensiverer Ansatz bei Flutterhaar sind, der aber ebenfalls wunderbar funktioniert. Auch in diesem Jahr bleibt Flutterhaar ein wirklich sehr starkes Paradox-Pokémon, das ihr auf keinen Fall unterschätzen solltet. Platz 4. Die Einalregion ist schön und ich meine, sind wir mal ehrlich, dieses Pokémon gehört eigentlich immer in diese Art von Liste rein und ist zu einem echten Klassiker geworden. Huzassa. Sind wir mal ehrlich, wen wundert es, dass das Pilz-Pokémon auch in diesem Jahr mal wieder vertreten ist? Das liegt auch unverändert daran, dass das Pflanzengift-Pokémon die Attacke Pilzspore lernen kann, die 100% genau ist und den Gegner einschlafen lässt. Da Schlaf ein sehr nerviger Status ist, der nur schwer verhindert werden kann, ist es ein Muss für jedes Huzassa-Attackenset. Des Weiteren solltet ihr auch nicht auf die Attacken Wutpulver und Pollenknödel verzichten. Im Doppelkampf kann Wutpulver nützlich sein, um Schaden von eurem Partner-Pokémon abzuwenden, weil nur noch Huzassa angegriffen werden kann. Pollenknödel kann hingegen als Offensivattacke eingesetzt werden, jedoch aber auch zur Heilung. Solange euer Pokémon nicht unter dem Effekt von Heilblockade steht, wird bei dem Partner als Ziel 50% der maximalen KP wiederhergestellt. Huzassa kann obendrauf noch die Fähigkeit Belebekraft, die seine eigenen KP um 33% wiederherstellt, wenn es aus dem Kampf zurückgerufen wird. Das sehr Nervige an Huzassa ist, dass es so oft vertreten und defensiv stark ist, dass man im eigenen Team eigentlich schon gezwungen ist, Items zu tragen, die zum Beispiel den Schlafstatus verhindern. Das Item Schutzbrille wird so im Team zum Must-Have, obwohl man eigentlich selbst kein Huzassa spielt. Das ist ein deutliches Zeichen, wie stark und wichtig auch in diesem Jahr Huzassa ist. Wie ihr merkt, hat Huzassa alle Karten in der Hand, um sich selbst und Partner im Kampf effektiv zu heilen. Auch wenn die Strategie mittlerweile ein wenig anders ist wie noch vor ein paar Jahren. So ist und bleibt nun mal aber Huzassa nach wie vor ein sehr wichtiges Pokémon im Kampf. Platz 3. Lange sind wir um die legendären Pokémon drum herum gekommen. Doch die Top 3 dieses Videos wird in diesem Jahr von einigen sehr besonderen legendären Pokémon geprägt sein. Auch in diesem Jahr führt uns kein Weg um Wulaozu herum. Das Wasserkampf-Pokémon aus dem Schwert- und Schild-DLC ist unverändert stark, auch wenn man mittlerweile Wege gefunden hat, um besser damit klarzukommen. Trotzdem hat es einige sehr starke Attacken. Das zum einen seine Signature-Attacke Trefferschwall. Diese hat einen sehr guten Zusatzeffekt. Jeder Treffer ist ein Volltreffer und verursacht deswegen 50% mehr Schaden. Im Fall von Trefferschwall bedeutet das, dass diese Attacke in der Regel mit einer Stärke von ca. 110 trifft. Durch die Volltreffererhöhungen wiederum werden die Verteidigungswerte-Boosts natürlich auch ignoriert. Schützen kann sich der Gegner übrigens auch davor kaum, da verborgene Faust, das ist die Fähigkeit von Wulaozu, die Schildattacken umgeht, wenn Wulaozu selbst mit einer Attacke Kontakt herstellt. Da Trefferschwall, Nahkampf und auch Wasserdüse Kontakt herstellen, kann der Gegner nicht wie sonst Schutzschild nutzen, um die Attacke vorher zu erraten und damit steht dieser gleich immer unter Zugzwang. Diese Stärke dieses Pokémon liegt definitiv darin, eine für den Doppelkampf fast essentielle Strategie und Mechanik des Scoutens fast vollständig auszuhebeln. Auch in diesem Jahr bleibt Wulaozu ein sehr starkes Pokémon, auch wenn ich es nicht mehr als das stärkste sehe. Platz 2. Das nächste Pokémon ist, wie schon vorhin angeschnitten, ein legendäres und es ist ebenfalls ein Pokémon, das aus einem DLC kommt. Beide Formen dieses Pokémon sind sehr stark, doch diese Form erweist sich momentan als die bessere. Es geht hierbei um Koronospa in seiner Schimmelreiterform. Die Besonderheit in dieser Form sind die mehreren Fähigkeiten, die es hat. Reitgespann ist eine Kombination aus den Fähigkeiten Helles Wiehern und Anspannung. Durch Anspannung kann der Gegner keine Beeren mehr konsumieren und Helles Wiehern erhöht den Angriff von Koronospa um eine Stufe, wenn ein gegnerisches Pokémon besiegt wird. Damit ist diese Fähigkeit natürlich einer der besten im Spiel. Dann hat es auch noch einen lächerlich hohen Angriffswert sowie gute Defensivwerte.
Kombiniert man das Ganze mit seiner doch sehr niedrigen Initiative, ist es ein wirklich guter Kandidat für den Bizarro-Raum. Dadurch kommen langsamere Pokémon als erstes zum Zug und schnellere erst als zweites. Für Coronospas sehr mächtige Signature-Attacke Blizzard-Lanze natürlich ideal. Hat es dann natürlich auch noch schon einige Erhöhungen seines Angriffswerts, ist es durchaus in der Lage, den Kampf für euch zu entscheiden und die restlichen Pokémon des Gegners zu besiegen. Wenn man im Team keine Antwort auf dieses Pokémon hat, hat man eigentlich schon so gut wie verloren. Zusammen ergibt das Ganze hier eins der stärksten Pokémon in diesem Jahr und das ist wirklich verdient. Platz 1. Dieses Jahr bin ich mir sicher, dass mit meinem ersten Platz für ziemlich viel Wirbel sorgen werde. Die Wahl ist sicherlich nicht ganz unbegründet, allerdings hätte ich hier auch Coronospa oder mal wieder Vulaozu auf die 1 setzen können. Wieso habe ich mich aber für Terrapagos entschieden? Okay, das bedarf einer ausführlichen Erklärung. Terrapagos hat im Gegensatz zu anderen Pokémon einige Besonderheiten, auch weil viele neue Mechaniken eigentlich nur wegen diesem Pokémon eingeführt wurden. Angefangen von dem neuen Stellar-Typ bis hin zu seinen Fähigkeiten ist einiges dabei, was für seine Stärke spricht. Seine Werte sind relativ gleichmäßig verteilt, was dem Pokémon theoretisch erlaubt, sowohl physisch als auch speziell gespielt zu werden. Wer Videos von mir wie dieses hier gesehen hat, weiß, dass Pokémon, die diese Eigenschaft erfüllen, sehr lange eine wichtige Rolle spielen. Ich will hier nun mal an Knackrack erinnern. Dann gibt's natürlich auch obendrauf noch seine Signature-Attacke Terra Sternhagel. 100% Genauigkeit, kein negativer Nebeneffekt. 120 Stärke und Schutzschild hat keine Wirkung. Die Attacke ist wirklich kein Spaß für den Gegner. Wenn Terra kristallisiert wird bei Terrapagos, wird die Attacke zum Stellar-Typ und trifft beide Ziele. Man hat hier wirklich die Qual der Wahl. Dann gibt's natürlich, wie vorhin erwähnt, bei Terrapagos auch noch die Fähigkeiten. Terra Panzer lässt erstmal alles nicht sehr effektiv treffen, wenn Terrapagos volle KP hat. Und wenn Terrapagos Terra kristallisiert, kommt dann auch noch seine Fähigkeit Terraforming 0 hinzu. Dadurch ist es so, dass erstmal alle Wettereffekte und Felder verschwinden. Wer sich an Gortrom und Pelipper erinnert, weiß, wie schädlich dieser Effekt für einige Pokémon aus dieser Liste sein kann. Ich denke nicht unbedingt, dass es wegen seiner reinen Stärke das beste Pokémon in der Liste ist. Ich glaube aber schon, dass Terrapagos viele Vorteile sich aufsummieren und effektiv gespielt werden kann, wenn man Ahnung bei dem Pokémon hat. Ich denke, Terrapagos wird uns dieses Jahr wohl alle ein wenig noch begleiten. Am Ende hängt natürlich auch viel davon ab, wie der Stellar-Typ in dem nächsten Pokémon-Spiel gehandhabt wird. So könnte es das einzige Mal bleiben, in dem Terrapagos das stärkste Pokémon in einem Jahr, in 2024 ist. Falls du jetzt neugierig bist, was die stärksten Pokémon aus dem letzten Jahr waren, da hatte ich bereits ein Video dazu gemacht, das kannst du dir jetzt auf der rechten Seite ansehen.